Hallo und herzlich willkommen bei Teigwelt. Wir sind zurück mit einem neuen Heizluftfritteusentest. Da der erste Teil bereits so gut angekommen ist, haben wir uns für einen zweiten Test entschieden. In diesem Test vergleichen wir die Modelle einmal von 4Swiss gegen den alteingesessenen Platzhirsch von Philips. Hier haben wir diesmal die XXL-Variante im Einsatz. Wir wünschen euch viel Spaß bei diesem Video. Aber starten wir von vorne. Um was für Geräte handelt es sich eigentlich? Wir haben zum einen die Heißluftfritteuse von 4Swiss. Das ist ein ganz neues Modell, das gerade auf den Markt gekommen ist. Optisch ein wenig kleiner als die Variante von Philips, hat auch weniger Watt, deutlich günstiger und wir sind gespannt, wie er sie schlägt. Bei Philips, wie gewohnt, alles recht gut verpackt, ein wenig viel Plastik für meinen Geschmack, gute Bedienungsanleitungen mit dabei, alles soweit gut oder auch nicht. Dazu sehen wir später aber noch ein bisschen mehr. Das Fassungsvermögen der Philips XXL Fritteuse sind 7,3 Liter, so ist es angegeben. Bei dem Modell von 4Swiss haben wir ein Fassungsvermögen von 5,5 Liter. Uns ist aber gleich aufgefallen, dass das gar keinen großen Unterschied macht, sondern dass das eigentliche Fassungsvermögen aufgrund der unterschiedlichen Technik fast gleich ist. Die Heißluftfritteuse von 4Swiss ist wirklich gut eingepackt, auch wieder in sehr viel Plastik, was ich nicht so schön finde, aber das Gerät wird dadurch einfach hervorragend geschützt. Weil ich aber auch nichts kaputt machen wollte, später war das kein Problem. Auf den ersten Blick ist die Maschine von 4Swiss wirklich schön. Sie hat vorne ein Sichtfenster, wo ich auf das Gargut raufgucken kann. Das wird sie später noch herausstellen, ist wirklich hervorragend. Bei Philips ist es wirklich ein Modell, das einfach schon lange am Markt ist, immer gleich aussieht. Ich finde, es sieht weder gut noch schlecht aus. Die Bedienteile sind ähnlich und hier sehen wir aber, warum ich meinte, dass das Gerät von 4Swiss besser verpackt war. Die Philips-Maschine hat oben einen Kratzer. Ich weiß nicht, ob mir das beim Auspacken passiert ist oder ob es von vornherein dabei war. Schauen wir uns einmal die genauen Maße an. Die Maschine von Philips wirkt deutlich klobiger und ist auch von den Abmaßungen her deutlich größer. Dadurch, dass ich auch die Schublade so weit nach vorne bei der Philips rausziehe, brauche ich auch nach vorne gewissen bisschen mehr Platz als bei der 4Swiss Maschine. Sie ist also platzsparender. Und von der Schublade habe ich bei der Philips halt diese doppelte, wie man genau hier sieht, und bei der 4Swiss eine einfache. Dadurch ist diese Menge, die ich in den eigentlichen Aufsatz mache, wo ich das Grillgut oder das Gargut reinmache, das ist dadurch wesentlich kleiner. Und im Endeffekt landen wir bei der gleichen Menge, ob ich jetzt diesen 7,3 Liter Schublade habe oder 5,5. Am Ende passt das Gleiche rein. Von der Bedienung ist es eigentlich bei beiden Maschinen das Gleiche. Die Lautstärke ist bei der 4Swiss mit knapp 10 Dezibel, na nicht ganz, 8, 7 Dezibel leiser. Ich lande bei knapp unter 50 Dezibel und bei der Philips-Maschine lande ich bei 56 bis in der Spitze 57 Dezibel, also deutlich lauter. Hier sehen wir auch nochmal das Sichtfenster, wo ich wirklich gut in die Maschine reingucken kann. Bei dem Heizsystem ist noch zu erwähnen, dass bei der 4Swiss oben noch ein Schutz angebracht ist. Denn durch den Ventilator, der in der Heizfritteuse immer am Agieren ist, kann durchaus mal was von dem Gargut nach oben gelangen und so auch mal eine Scheibe Käse oben reinkommen oder dann zwei Großmarinen. Und dadurch schützt das es einfach und macht natürlich auch einfach die Hygiene in der Heizluftfritteuse deutlich leichter. Wenn ich die Schublade aufmache bei Philips, läuft die Maschine einfach weiter. Dadurch ist es natürlich so, wenn ich viel Wasserdampf drin habe, kann mir es mal so ein bisschen entgegenkommen. Ich finde das nicht besonders störend, aber es ist einfach aufgefallen, dass die Maschine von 4Swiss einfach ausgeht und dann weiterläuft. Aber genug wieder der warmen Worte. Wir wollen endlich kochen. Dazu haben wir uns drei Gerichte einfach ausgedacht. Wir nehmen wie immer die Ofenkartoffeln, die wir einfach nur in Viertel geschnitten haben, damit etwas Öl und Salz kurz mariniert haben. Zusätzlich machen wir noch die klassische Gemüsepfanne, einfach eine Paprika, Zucchini, Pilze, Zwiebel und Knoblauch mit ein paar Kräutern und Gewürzen und Olivenöl bei niedriger Temperatur später in der Heißluftfritteuse. Das dritte Gericht ist saisonal bedingt einfach Spargel. Hier wollen wir wirklich bei niedrigen Temperaturen garen und haben dafür den Spargel in Alufolie gepackt mit ein Stück Butter.
Hier sehen wir nochmal die drei verschiedenen Gerichte, die wir heute zubereiten wollen, in den beiden Heißluftfritteusen. Vom Einfüllen wirklich kein Problem. Die Schublade bei der Four Swiss kann ich komplett rausnehmen. Dann fülle ich das Gargut ein. Bei der Philips habe ich diese Schublade, die fest bleibt und wo ich dann einfach das auch ganz einfach reinfüllen kann. Bedienung bei beiden gleich. Wir haben 180 Grad eingestellt, erstmal 30 Minuten und dann wollten wir schauen, wie das soweit läuft. Hier sehen wir auch wieder das Sichtfenster, wo ich einfach das Gargut wirklich schön sehen kann. Das ist wirklich nett, weil bei der Philips muss ich immer die Schublade aufmachen und dann entweicht natürlich in dem Moment die ganze Wärme. Das finde ich immer ein bisschen schade. Und das war auch schon im letzten Test, den ich jetzt hier oben nochmal verlinke, so, dass ich deswegen das Modell von Klarstein wirklich ganz gut fand. Weil da war das nämlich auch so, dass ich durch die Kuppel reingucken kann. Das Gerät hatte wiederum ganz andere Probleme und hier ist es wirklich sehr schön gelöst. Ein Zwischenfazit nach circa 11 Minuten. Beide Gemüse sind nicht verbrannt, sie sehen ganz gut aus. Eigentlich soweit ganz schön. Und dann haben wir 10 Minuten vorher aufgehört und haben das Gemüse rausgeholt, weil der gewünschte Gargradbereich erreicht war. Man kann wirklich sagen, dass der Unterschied marginal ist. Also auch das günstige Gerät von Four Swiss kann irgendwo mit der Leistung mithalten, denn wenn ich das mir hier angucke, das Gemüse sieht gleich aus. Von den ersten Minuten, was zu sehen war, war, dass die Hitze, der Aufbau der Hitze etwas länger gedauert hat. Das liegt wahrscheinlich daran, dass das Four Swiss Modell nur 1350 Watt hat und das Philips Modell 2250. Entscheidend ist natürlich nachher aber, wie viel von der Leistung auch beim Gargut ankommt. Und da muss ich jetzt schon sagen, der Unterschied ist nicht besonders groß. Jetzt haben wir uns den Spaltkartoffeln gewidmet. Hier nehmen wir 180 Grad, ungefähr 15 bis 20 Minuten sind so unsere Erfahrungswerte, die die Kartoffeln brauchen, bis sie soweit sind und schon ein paar Röstaromen aufgebaut haben. Also alles eingestellt. Hier haben wir zum Beispiel auf das vorgefertigte Programm zurückgegriffen und haben jetzt erstmal ein kleines Zwischenfazit uns angeguckt und sie waren ein bisschen unterschiedlich. Da ist auch wieder so, dass die Leistung von der Philips natürlich etwas höher ist und die Maschine von Four Swiss einfach 1, 2, 3 Minuten länger braucht, bis sie den gleichen Bräunungsgrad erreicht hat. Das liegt, denke ich, am anfänglichen Aufwärmen, der in dem Moment ein bisschen länger dauert, bis die Hitze einmal da ist. Das sind diese paar Minuten und dann ist es aber im Endeffekt das Gleiche. Ich bin mit beiden Ergebnissen wirklich sehr zufrieden. Die Kartoffeln sehen sehr schön aus und davor das Ofengemüse genauso. Die dritte Aufgabe war nun der Spargel, den wir bei Niedrigtemperaturen garen wollten. Hier ist es wirklich einfach wichtig, dass eine niedrige Temperatur konstant gehalten wird. Und da kann man auch sagen, wir haben beide auf 95 Grad eingestellt. Die Bedienung war bei beiden Geräten wieder sehr ähnlich. Und es ist intuitiv. Wir mussten nicht groß in die Bedienungsanleitung reinschauen. Und es war eigentlich selbsterklärend. Beide Geräte wieder eingeschaltet, den Spargel hat mir rausgenommen und auch da müssen wir sagen, kaum Unterschiede. Beide Maschinen haben diese Aufgabe wirklich hervorragend gemeistert. Und dann komme ich jetzt auch schon zu meinem Fazit. Ich finde beide Maschinen wirklich gut. Aber es bleibt bei mir hervorzuheben, dass einfach die Maschine von Four Swiss knapp 100 Euro günstiger ist, aber irgendwo von der Leistung her doch das Gleiche macht. Was für mich ein Riesenvorteil ist, ist einfach vorne diese Scheibe, wo ich ins Gargut reingucken kann, in die Schublade, was dort gerade passiert. Zusätzlich dieser Schutz, dass nichts oben gegen meine Heizstäbe kommt, finde ich auch sehr gut. Und insgesamt muss ich sagen, preis-leistungstechnisch ist mein Fazit, die Four Swiss ist der Sieger. Von der Gesamtleistung würde ich die Philips nach vorne sehen. Es ist ja auch der Platz Hirsch, aber die Four Swiss Maschine kann definitiv mithalten. Und dann bleibt mir nichts zu sagen als vielen Dank fürs Zuschauen. Hier blende ich euch nochmal zwei Videos ein und dann bleibt mir nur zu sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dahin.